Gegen Royal Tradition, William und Kate ziehen nicht in Palast. Seit 2013 leben Prinz William, 36, Herzogin Kate, 36, und ihre Kinder im Kensington Palast in London. Als Zweiter in der britischen Thronfolge wird William nach dem Tod oder der Abdankung seiner Großmutter Queen Elizabeth II. Und seines Vaters Prinz Charles, 69, zum König ernannt und müsste dann in den Buckingham Palast umziehen. Immerhin ist er seit 181 Jahren die offizielle Residenz des Monarchen. Doch William und auch Charles haben vor, mit dieser Tradition zu brechen. Laut Sunday Times möchte Charles, wenn er seine Mutter beerbt, mit seiner Ehefrau Camilla, 71, weiterhin im Klaren zu Hause wohnen und den Buckingham Palast in ein Monarchie-Hauptquartier umfunktionieren. Er ist kein Fan vom großen Haus, wie er den Palast nennt, erklärte ein Insider. Die Abneigung des 69-Jährigen habe zwei Gründe. Zum einen seien die Kosten zu hoch. Zum anderen würde es aus ökologischer Sicht für ihn keinen Sinn machen, seinen Lebensmittelpunkt dorthin zu verlagern. Der Arbeitsweg wäre für ihn ebenfalls nur wenige Minuten lang. Charles steht mit seiner Meinung nicht allein da. Auch sein ältester Sohn sei der Meinung, dass es zu teuer sei, die 775 Räume in vollem Umfang instand zu halten. Während seiner Regentschaft wolle der 36-Jährige mit seiner Familie ebenfalls in seinem bisherigen Zuhause bleiben. William müsste dann knapp 4 Kilometer zurücklegen.